So, hallo Leute, wir kommen mal wieder zurück zum Let's Play Siedler. Das habe ich ja jetzt schon seit 3 Wochen ein bisschen schlafen lassen, weil mir irgendwie die Motivation ehrlich gesagt fehlte, diesen Level hier weiter zu spielen, der meiner Meinung nach schon arg bockschwer ist. Und da kommen sie schon. Die scheiß Asiaten und wollen uns unseren Turm klauen. Ich werde mal ein bisschen zurückziehen und jetzt hängt gerade bei mir das Spiel. Jetzt ist es wieder. Oh, es ruckelt. Was ist denn jetzt los hier? Jetzt werden wir hier mal draufhauen. Warum ruckelt es denn jetzt? Was soll das? Es ruckelt immer noch. Das ist nicht schön. Das ist ja was. Warum leckt das denn? Außerdem muss ich immer den Ton leiser machen. Auf die Ohren. Okay, der bufft da jetzt auch noch. Was? Wo? Wieso ruckelt das? Das fängt ja super an hier. Diese Aufnahme ist vom Glück gesegnet. Ja, das weiß ich jetzt aber auch nicht, warum das hier so ruckelt. Komische Geschichte. Na sag mal, das geht doch gar nicht. Liegt das jetzt daran? Ich schreibe doch jetzt extra auf der SSD. Gerade da sollte es doch nicht ruckeln. Da kann er doch schreiben wie ein junger Gott. So, wir haben den ersten Ansturm abgehalten, aber natürlich wird dann noch mehr kommen und deswegen sollten wir noch mal ein gar großes Wohnhaus bauen. Also jetzt reicht's aber hier. Was ist das denn? Das ist doch nervig. Die hier schon eins in Auftrag gegeben? Also wirklich. Warum ruckelt das denn jetzt? Das ist doch einfach nicht schön hier. Ey. Ich krieg hier die Krise. Was soll das denn? Jetzt kommen sie von da oben. Die Sausäcke, die Saubande. Ja, okay, da halten die Bogenschützen das ab, aber. Also wirklich, also ich mach glaube ich gerade nochmal eine Pauseaufnahme. Was ist das denn hier? Okay, ich drück mal Pause und ich bin gleich wieder da. Wir machen direkt an der Stelle weiter. So, und da sind wir jetzt auch wieder. Schauen, ob es jetzt gleich wieder ruckelt. Ich halte mal die Fraps-Anzeige im Auge. Ja, immer noch. Was? Also. Nun bitte. Das kann doch nicht echt jetzt hier. Och, Mann, ey. Das nervt ja tierisch. Und warum habe ich keinen Bauplatz für mein. Warum habe ich keinen Bauplatz für mein. Mein großes Haus? Ich will nicht hier unten bauen. Das ist doch mein Platz für meine Getreidefarm. Später noch. Aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen notgedrungen hier unten bauen. Mann, ey. Ja, Siedler endlich mal wieder ein bisschen. Bild hier vor sich hin. Ich hoffe, das ist dann in der Aufnahme nicht. Nachher meckere ich hier die ganze Zeit rum und. Aber eigentlich müsste das auch. Die Fraps-Anzeige geht ja auch nicht. Also, der droppt ja bis auf 3 Frames runter. Was soll das denn? Mann. Ach komm, jetzt reiß ich mich hier hin, auch Siedler wieder zu spielen. Endlich mal wieder ein bisschen Lust gewonnen und jetzt kommt so ein Scheiß hier. Kann doch nicht wahr sein. Okay, Leute, so macht das echt keinen Spaß. Ich speichere mal. Boah, dann muss ich irgendwann das nochmal schreiben.
Schauen wir mal, ob es auf der anderen Festplatte besser klappt. Bis gleich, wenn ich gespeichert habe. Zack. So, bis gleich. So, und da wären wir auch wieder bei Siedler. Und ich meine, jetzt müsste ich das Problem in den Griff bekommen haben. Es war dann doch meine eigene selber Schuld und nicht die der Festplatte. Mann! Jetzt ist es ja doch wieder passiert. Ich hatte Fraps noch, normalerweise nehme ich mit 24 Frames auf und ich hatte Fraps noch auf 120 Frames gestellt, weil ich da mal ein bisschen was ausprobieren wollte. Und keine Steine mehr. Dann kannst du abgerissen werden. Und ich dachte, es lag jetzt daran, dass er versucht mit 120 Frames aufzunehmen, die er aber nicht kriegt. Komisch, komisch. Schaufeln die da jetzt eigentlich den Sumpf weg? Das wäre interessant. Naja, okay. Anscheinend geht's jetzt doch. Oder auch nicht. Ich darf mich nicht zu schnell bewegen. Echt. Ah. Das ist ja echt doof und nervig. Egal, wir müssen jetzt hier schnell ein paar Siedler an die Front kriegen. Wie sieht's hier aus? Mit der gürtellichen Aufwertung, und die benötigt noch ein wenig. Weil immer noch Getreide fehlt. Das ist immer, immer, immer noch das Getreide. So, hier unten konnte ich ja. Genau. Ich kann ein großes Wohnhaus hinbauen, aber keine Getreidefarm oder was. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum passen die denn nirgends hin, diese Scheißteile? Oh, wie ich diese Map hasse. Zugebaut die einfach ist. Darum habe ich noch ein kleines Wohnhaus. Ich glaube, das kann ich mal abreißen, oder? Mittelgroßes. Jetzt ruckelt das schon wieder. Weil wir mittlerweile so viele Siedler verloren haben, dass die eigentlich nicht mehr das Haus bauen. Ey, ich kann da oben nicht hinbauen, ne? Gar. Ich da wenigstens eine Fische hätte immer. Warum? Ey, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Warum kann ich denn da nichts hinbauen? Will das Spiel mich jetzt verarschen hier oder was? Boah. Aber hier unten ein großes Wohnhaus, ne? So mitten in den Sumpf. Halb mitten. Das soll einer verstehen. Ja, das passt hier hin. Treide nicht. Und ruckel, ruckel. Mann! Dieser dumme Sumpf hier auch. Tierisch auf den Sack. So. Auf die göttliche Power hier kann ich noch lange warten. Ich frage mich nur, wie ich die Ägypter, Asiaten meine ich, überhaupt besiegen soll. Wenn die so eine gigantische Armee haben. Das ist doch alles nicht machbar. Ich sehe schon, dass ich hier ewig an dieser einen Mission hängen werde. Schrecklich, schrecklich. So, jetzt ist ja eigentlich meine. Ich habe eine Stoppuhr gestellt, aber die ist jetzt eigentlich eher hinfällig, weil ich auf dem anderen Bildschirm Order City mitlaufen sehe mit der Zeit. Von daher habe ich quasi ja da auch schon die Stoppuhr. Dann kann ich die hier ausmachen. Und es ruckelt immer noch. Oh mein Gott. Ja, was gibt's denn sonst so noch zu erzählen? Ihr habt es bestimmt mitbekommen, die WG ist wieder vereint. In der WG halt, in der Wohnung. Und es gibt so allerhand neuen Content, für den ich jetzt gerade mal Werbung machen will. Also der Chris hat mit seinen Anni-Tipps angefangen. Es gibt neue und Actions. Wir haben die zweite Staffel Couch Battle begonnen mit einer komplett neuen Reihe an Spielen, die wir zocken werden. Und
Wir spielen noch Octodad. Genau, das war auch noch neben L.A. Noire als WG-Let's Play dann auch noch Octodad. Beziehungsweise Octodad The Deadliest Catch. Das ist der zweite Teil, wohlgemerkt. Und ansonsten läuft auf den üblichen Verdächtigen Siedler jetzt mal wieder eine Folge. Stanley Parable werde ich auch noch weitermachen. Tobi spielt immer noch Worms. Und das war es soweit. Und ich warte jetzt einfach, ja, es ist jetzt einfach nur noch in mir aussitzen, dass hier ein paar Soldaten zusammenkommen. Und wir brauchen Brot. Immer noch Brot. Brot, 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 Brot. Nur hier sind schon alle Steine fast weggeholt. Hier fließt zumindest ein bisschen Bier jetzt. Der hat sogar Getreide auf Lager. Meine Herren. Kriegen die jetzt hier? Das ist die Eisenerzmine. Die kriegen doch. Und die Boten, die kriegen Schwein, ne? Schwein. Ja. Dann brauchen die Schweine halt nur Getreide. Oh Gott, ja, alles braucht Getreide hier. Es ist zum Kotzen. Na, passt hier eine Getreidefarm natürlich nicht. Warum sollte sie aber? Ich meine, hier passt ja immer ein großes Wohnhaus hin und ein Tempel. Aber so ein beschissenes Getreidefeld, ey. Ich krieg die Krise. Vor allem hier so zerpflückt alles und, ne, wo greifen sie an? Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Was für ein Massen die immer angreifen. Wo haben die her? Und es rockelt. Oh Gott, die werden einfach mal auf die Fresse kriegen. Ey, das ist doch so beschissen. Dieser eine Level. Dieser eine Level. Und die haben schon den ersten Turm. Das ist ja super. Besetzt den auch gleich. Jawohl, da freue ich mich. Und es rockelt wieder. Tja, was soll ich sagen? Das sieht nicht gut aus für mich und meine Leute hier. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt den Turm zurückerober. Warten wir es nochmal ab. Noch haben wir nicht allzu viel verloren. Wir haben beziehungsweise nur den einen Turm verloren. Vielleicht sollte ich da noch einen. Ah, passt hier nicht hin, oder? Nee. Da sind noch Bogenschützen. Okay, die kriegen wir so noch kaputt. Nee, der greift meinen Priester an. Und es rockelt. Es rockelt. Verschwinde! Sehr gut. Er hat sich seine Magie aufgelöst, sodass die Gegner ihn nicht mehr finden. Sehr, sehr gut. So, boah. Das ist doch. Also, das gibt's doch echt nicht. Jetzt geht's wieder richtig los hier. Eben ging's ja noch. Jetzt fängt er wieder richtig an zu ruckeln. Mann. Ruckel, ruckel, ruckel. So, oh, das große Wohnhaus ist fertig. So, wie viel kommt da eigentlich raus? 100? 50? Weil dann könnte ich ja hier sehen, wir haben jetzt. Ach so, ja klar, hier sehe ich es ja sogar. Wir haben Wohnraum für 345 Siedler und wir haben momentan 200, na knapp 100 weniger. Hätte ich jetzt mal beobachten müssen, wann das losging. Und wir haben 41 Soldaten verteilt auf alle möglichen Türme.
Da können wir dann fast ein ganzes großes Wohnhaus abreißen und dann direkt ein neues bauen. Denn wir haben noch genug freien. Da spawnt der Priester und wird direkt aufgespießt. Arbeitsbereich, keine Steine mehr. Na dann, gute Nacht. Was war das denn? So, hier könnte ich ja mal. Nee, kann ich nicht. Aha. Mann. Dass ich hier kein Getreidefeld hinbauen kann. Das ist so viel Platz. So, göttliche Schoße hier immer noch nicht. Hier unten jetzt langsam mal ein Getreidefeld. Auch nicht. Bestimmt schon ein großes Wohnhaus? Nee. Es ist echt hier so eine total zerwichste Insel. Wo es einfach nur drunter und drüber geht. Oh, guck mal. Wo geht's da denn noch hin? Finden wir da vielleicht ein paar Waffen oder so? Das wäre jetzt ein ganz nettes Gimmick. Denn frei rumlaufende Leute haben wir hier genug. Und da ist jetzt auch der Strom an Männchen fertig. Wie viel sind das jetzt gewesen? Das ist, würde mich ja mal interessieren. Ach, wir reißen jetzt mal ein großes Wohnhaus ab. Gucken wir einfach mal. Boom. 100. Okay. 100 sind ins Löten gegangen. Und wir können. Hä? Warum kann ich denn jetzt eins hinbauen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Jetzt kommt er hier schon wieder mit seiner scheiß Armee. Drecks Idiot. Ich ihn hasse. Und es ruckelt, wie ich das hasse. Ich hasse alles. Bumm. Oh Mann, ey. Macht das doch keinen Spaß. Zack. Ich kann ja Preisen brauchen. Oh. Ich dachte, ich krieg den Platz da wieder. Warum kann ich denn da nicht hinbauen, ey? So, jetzt gehen sie da oben hin. Ja. Okay, Leute. Das war's mit der Runde Siedler 3. Sieht ganz so aus, als ob ich den Level auch nochmal neu starten muss. Ja. Das war's dann mit der ersten Folge. Ich werde mal schauen. Ich glaube, ich nehme dann doch nochmal eine Runde Stanley Parable auf. Und wir sehen uns dann mit Siedler nächste Woche wieder. Sind jetzt nur knapp 20 Minuten, tut mir leid, aber ja, hier, die schütteln alle schon den Kopf. Zum einen, weil sie keine Wohnung haben, zum anderen, weil ich Scheiße spiele. Oder ich weiß es nicht. Also tut mir einen Gefallen und schreibt mir mal was in die Kommentare, wie ich vielleicht hier den Level besser angehen soll, ob ich hier grundlegend einen Fehler gemacht habe mit meiner Strategie hier in dem Bereich zu bleiben. Sollte ich doch lieber noch weiter vordringen. Obwohl, wo wir gerade mal die Zeit haben, können wir ja mal gucken, was hier oben ist. Ob hier noch ein paar versteckte Sachen sind. Wie weit die Karte noch geht. Sich vielleicht lohnt hier den diese Enge auszunutzen, um da eine Verteidigungsposition aufzubauen. Und wie das ruckelt, ey. Es ist nicht zum Aushalten. Oh, hier geht's noch echt weit. Aber es ist auch so zerklüftelt und alles. Kann man auch nicht ordentlich bauen. Nur an der Stelle beißen sich immer noch die Zähne aus. Aber hier oben haben wir halt schon alles verloren. Es kommen keine, oh, guck mal, ausrüsten. Es kommen auch keine Getreidelieferungen mehr durch. Oh Gott, wie das ruckelt. So, hier geht's immer noch weiter. Das Ende. Ja, also wie gesagt, ich würde
bin jetzt langsam auch mit meinem Ägyptisch hier am Ende, wie ich diesen Level angehen soll. Wenn ihr da einen großen strategischen Plan habt, dem ich hier alles wegfetze, wie ich dann vorgehen soll, dann haut es doch bitte in die Kommentare und dann werde ich das mal ausprobieren. Ansonsten, vielleicht ist der Level auch einfach nur verdammt schwer und da muss jeder Handgriff sitzen. Ich weiß es nicht, wäre schade drum, dass so künstlich erschwert ist, indem einfach der Gegner da auch Unmengen an Soldaten hat. So, hier sieht es nach Ende aus. Gehe ich hier noch ein Stückchen lang. Aber hier ist, naja, es geht, aber es ist auch Wüste. Gut, da kann man drauf bauen. Hier Wälder und dann geht es auch gleich wieder hoch. Und ich sehe schon die ganzen Hubbel hier. Das ist einfach so unwegiges Gelände. Und auch sehr schmal hier. Immer noch so ein Übergang. Ich weiß ja nicht. Ich kann ja mal gucken. Den Härtetest mit dem Getreidefarm lässt sich hier gar nicht bauen. Oder geht das jetzt daran, dass es dunkel ist? Ne, man kann ja im Dunkeln. Also das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Nehmen wir mal so eine Holzhütte hier. Ich kann die hier ins Dunkel bauen. Also müsste ich sie ja, wenn dann auch hier ins Dunkel bauen können, aber es wird mir nicht angezeigt. Seht ihr das? Dass man die einfach nirgends bauen kann, auf diesem ganzen großen Abschnitt hier unten. Und hier auch nicht. Dass ich nicht mal hier eine beschissene Holzfällerhütte hingebaut kriege, weil das so unwegig ist. Was soll ich denn da machen? Das ist doch völlig unnütz. Ich kann ja auch hier nicht irgendwie das Gelände ebnen mit der Scheiße. Oh, gucken wir mal. Oh, mal hohe Sitze. Aha. Würden wir jetzt hier einen. Nee. Am Arsch. Hier, dann reiße ich das auch noch ab. Wo wollen die denn ja jetzt hin? Habe ich hier irgendwas gebaut aus Versehen? Boah. Dieses Ruckeln geht mir so auf den Senkel. Ey. Man kann doch hier unten gar nichts hinbauen. Guck mal hier. Ach so, das ist ja auch. Okay, sorry. Ich habe jetzt erstmal einen Fehler mitgekriegt, dass wir. Ja, jetzt geht es ja bestimmt schon los. Dass wir hier außerhalb unseres Geländes sind. Ich habe. Man sieht hier diese. Die roten Punkte gerade nicht. Deswegen habe ich das gerade nicht realisiert. Also, man könnte da wahrscheinlich schon. Oh Gott, das war ja jetzt echt dumm von mir. Frage ist nur, wo wollen die jetzt hin? Habe ich hier eine Holzhütte gebaut? Ah, okay. Das könnte sein lassen. Da ist noch Sumpf drunter versteckt. Oh, jetzt geht's auf einmal. Aha. Hier oben. Großes Wohnhaus? Auch nicht. Oh Mann, ey. Das ist kein schöner Level. Na gut, jetzt haben wir noch mal 5 Minuten verquatscht. Haben wir mal die Insel erkundet. Fürs nächste Mal sind wir dann hoffentlich ein wenig besser gewappnet. Oh. Ich kann nicht versprechen, dass da nächste Woche eine Folge rauskommt. Studiumstechnisch ist da auch noch ein bisschen Stress hinter. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und beim Restart dieses Levels von Siedler 3, das Ägypter-Level Nummer 3, das Teuflische. Und da kommen noch 5. Ich will gar nicht wissen, ob die genauso schwer sind. Okay, na dann, ich sage, tschüss, speichern brauche ich nicht, fange neu an. Bis dann.